Insbesondere in der Heuernte kommt es auf hohe Futterschonung und möglichst geringe Futterverschmutzung an. Hier setzt Samasch mit dem Twist 600 an. Wir konnten den 6 Meter breiten Kammschwader im Frontanbau fahren. Je 18 gekröpfte Federzinken sind an einem Brechbalken angeordnet. Durch ihre gekröpfte Form soll das Futter leicht angehoben und so sehr schonend zur Mitte transportiert werden. Die Rechhöhe wird über Kurbeln an den insgesamt 4 Tasträdern eingestellt. Über eine Drossel vorne am Schwader kann die Drehzahl der hydraulisch angetriebenen Schwadtrommeln mit je 5 Rechbalken angepasst werden. Für den Straßentransport werden die beiden Schwadelemente hydraulisch nach oben geschwenkt. Das Vorbaumaß von 3,50 Meter ab Lenkradmitte wird dabei allerdings überschritten. Für die Ver- und Entriegelung der Transportstellung müssen 2 Sperrklinken per Zugseil angehoben werden. Bei unserem Einsatz in Heu mit mittlerem Ertrag legte der Twist ein lockeres und wenig eingedrehtes Schwad ab. Wie weit sich das auch auf massereiche Erntegüter übertragen lässt, können wir allerdings nicht sagen. Durch den Frontanbau wird das Futter beim Schwaden nicht mehr überfahren. Die Blattverluste sind geringer und die Rechhöhe kann flacher gestellt werden. Das senkt die Futterverschmutzung. Die von uns gefahrene Maschine war mit einem zusätzlichen Anbaubock ausgerüstet, mit dem der Schwader auch im Heckhubwerk eingesetzt werden kann. Über Sperrblöcke kann manuell die Klappfunktion des Samasch Twist 600 blockiert werden. So kann auch mit der halben Maschinenbreite gearbeitet werden. Ein komfortabler Einzelaushub ist das aber nicht. Weitere Details, technische Daten und die Preisgestaltung des nur gut 900 Kilogramm leichten Samasch 600 Twist findet ihr im Fahrbericht in der aktuellen Profi-Ausgabe 7/2020.